Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und ich war für euch in München und habe mir während eines gemütlichen Microsoft-Events das Surface Book 2 ansehen dürfen. Hier sind meine ersten Eindrücke. Also das Surface Book 2 unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht wirklich von seinem Vorgänger, zumindest äußerlich. Wenn man das Surface Book 1 hat, wird man beispielsweise erkennen, dass die Tastatur nun nicht mehr unten ins Gehäuse eingedrückt ist. Außerdem wurde das Gewicht der Tablet-Einheit geringfügig reduziert, sodass es nun etwas leichter ist als das Surface Book mit Performance Base. Äußerlich wirkt das Surface Book 2 wie auch sein Vorgänger sehr hochwertig. Ich hatte aufgrund der Pressebilder erwartet, dass das Gerät etwas heller sein würde als das alte Surface Book, doch auch das neue Surface Book 2 ist in dieses gleiche silbergraue Gehäuse aus Aluminium und Magnesium gehüllt, also auch farblich nicht zu unterscheiden. Auf den ersten sehr genauen Blick sind uns keinerlei Verarbeitungsfehler aufgefallen, die vielen Besitzern der ersten Generation den Spaß daran geraubt haben. Die Display-Einheit lässt sich makellos auf das Scharnier aufsetzen, die Gummistreifen an der Unterseite scheinen nicht abzufallen und es gibt auch keine auffälligen Spalten beim Rahmen rund um das Display. Von all diesen Problemen haben wir nicht selten von unseren Lesern gehört und erst in einem Test können wir echte Aufschlüsse zur Verlässlichkeit geben. Während sich äußerlich für meinen Geschmack etwas zu wenig verändert hat, wurde das Surface Book unter der Haube ordentlich aufgebaut. Es gibt nun nur noch ein Intel Core i5 Modell und das kommt ohne Lüfter aus. Hat übrigens dennoch die Lüfterschlitze bei der Tablet-Einheit und bietet diesmal keine dedizierte Grafikkarte. Die Nvidia GeForce GTX 1050 mit 2 GB Grafikspeicher gibt es im Surface Book 2 nur in Kombination mit dem Intel Core i7 Prozessor. Und da geht es preislich erst bei 2249 Euro los. Kein Schnäppchen. Dafür bekommt man aber auch eine ganze Menge Leistung und Features in einem 13,5 Zoll Formfaktor. Das i5 Modell kommt mit einem Dual-Core Prozessor daher, während die i7 Modelle einen Quad-Core der 8. Generation verbaut haben. Statt des Mini-Display-Ports gibt es nun erstmals in einem Surface-Gerät auch einen USB-Typ-C-Anschluss und ich muss sagen, es wurde auch höchste Zeit. Beim Display gibt es, zumindest beim Panel selbst, keine Veränderungen und Microsoft verwendet hier die großartige Einheit des Vorgängers mit 3000x2000 Pixeln. Verbessert wurde in diesem Fall der Digitizer, sodass das Schreiben mit dem Surface Pen nochmals viel flüssiger wirkt. In den letzten Jahren hat sich im Stylus-Bereich eine ganze Menge getan bei den Surface-Geräten und die aktuellsten Modelle unterstützen bis zu 4096 Druckstufen. Neu ist beim Surface Book 2 auch, dass der Surface Style nun auch auf dem Display verwendet werden kann, wie bereits beim Surface Studio. Insgesamt muss man sagen, das Surface Book 2 ist ein eher kleines Upgrade mit aufgebauten Spezifikationen, jedoch mit praktisch dem gleichen Design und Formfaktor. Wer sich mit dem Surface Book als Laptop bisher nicht anfreunden konnte, der wird es auch wohl mit der neuen Generation nicht tun. Das Scharnier erlaubt zum Beispiel nur einen recht begrenzten maximalen Öffnungswinkel. Ist es das Geld wert? Nun, das will ich ehrlicherweise erst nach einem ausführlichen Test beantworten. Es gibt aber eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Surface Book 2 sich für einen lohnt. Die Hardware im Surface Book 2 ist einzigartig und bei so gut wie keinem Notebook gibt es ein abnehmbares 3:2 Display mit Stiftunterstützung, das so gut ist, dass es sich für kreative Arbeiten eignet und in Kombination mit einer Leistung, die an Einsteiger-Gaming-Notebooks herankommt. Wenn man also die gesamte Bandbreite der Hardware beispielsweise beruflich ausnutzen kann, so ist das Surface Book 2 auch zu diesen Preisen sehr interessant. Wichtig ist, dass Microsoft diesmal die Verarbeitung perfektioniert hat, sodass auch nach längerer Verwendung nichts ab- oder auseinanderfällt. Wenn Microsoft aber wirklich alle Fehler des ersten Surface Book korrigiert hat, sieht es für die zweite Generation meiner Meinung nach außerordentlich gut aus.